Wir sind heute in Seoul, um uns das neue Flaggschiff von Kia anzuschauen, den EV9. Wie sein massiges und bulliges Auftreten vermuten lässt, wurde der EV9 ursprünglich für den amerikanischen Markt konzipiert, soll aber Ende des Jahres schon zu uns auf den Markt kommen. Anders als beim kleineren EV6 hat man hier auch die markentypische Tiger Nose wieder ins Programm genommen, die hier komplett neu interpretiert wurde. Ein neues Design-Feature der zukünftigen Kia-Modelle, was wir im EV9 zum ersten Mal sehen, ist das sogenannte Star-Map-Design der Frontscheinwerfer. Wie bei einem Sternbild gibt es hier einzelne Punkte, die durch schmalere Streifen verbunden worden sind. Ein besonderes Designelement in der Seitenansicht sind diese Dreiecksicken, die im starken Kontrast zu ansonsten wirklich geraden organischen Oberflächen wirken. Durch das schmal nach hinten auslaufende Fensterdesign wirkt der EV9 in sich niedriger, als er wirklich ist. Für eine bessere Aerodynamik verschwinden die Griffe in der Tür während der Fahrt. Ein Designmerkmal, was uns schon an der Front begegnet ist, finden wir auch am Heck wieder. Die sogenannte Star-Map-Grafik der Rückleuchten. Auch hier haben wir einzelne Punkte, die wie bei einem Sternbild auf der Sternbildkarte durch Striche miteinander verbunden werden. Den Kia EV9 gibt es mit 3 Sitzreihen. In unserer Konfiguration bietet er Platz für 6 Personen. Und das Beste, die mittlere Reihe lässt sich entweder nach vorne oder nach hinten ausrichten. Um auch dem Thema Nachhaltigkeit gerecht zu werden, verbaut Kia in Zukunft deutlich mehr recycelte Materialien im Innenraum. Auch Leder wird es zukünftig in allen Modellen nicht mehr geben.